Recht herzlich willkommen zur 85. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs hier, haben hier eben oder letztes Mal geguckt, dass die positive Zahlen fahren. Wir hatten noch zwei Linien, glaube ich, offen, habe ich gesagt, die mit schlechten Fahrzeugen sind. Ja, nicht nur zwei Linien, hier fahren auch noch zwei Busse rum, aber das andere waren halt diese Trecker-Geschichten. Ne? Komm, dann können wir auch gerade gucken, dass wir hier schauen, wo fährt er rum. Da. Okay, da gibt es dann Busse, die wohl besser sind. Dann lass uns mal gerade zum Depot gehen. Das ist ja auch um die Ecke hier. Und dann schauen wir mal, Busse sind das. Und dieser eine ist jetzt da. Mit 54 Passagieren. Und der da? Der neue 100, ne? Oder 100, genau. 100. Dann will ich ja da gar keinen austauschen, oder? Das ist tatsächlich nur die Kutsche und der Bus da. Aber das sind 54. Der fährt 50. Und hier habe ich einen, der fährt 100. Also 100 Leute. 5,98 den Kilometer. Der ist natürlich billiger mit 3,46 der Kilometer, aber Passagierzahlen passen da nicht, ne? Nö, dann fahren die erstmal noch weiter, sag ich mal, bis da was Neues kommt. Gut, was haben wir da? Noch ein paar LKWs. Das sind auch schon ausrangiert, oder wie sehe ich das? Ist doch blau, oder? Und da sind die Eier. Und den gibt es dann nicht mehr, den LKW, ne? Sieht so aus. Dann sollten wir den da drauf setzen, ne? Den mit Anhänger. Und Eier Adenau heißt die Linie. Und er macht 12 Paletten. Kann ich das jetzt hier sehen, wie viel der macht? Der im Anhänger macht 12 Paletten hier. Und der Zugmaschine 14. Das heißt, da müssen nicht ganz so viel drauf, ne? Jetzt ist zu gucken. Den nehmen wir hier runter. 2, 4, 5 sind's. Machen wir davon 2 dann, ne? Die fahren auch alle miese ein, ne? Nicht viel, aber etwas. Dann lass das mal so laufen hier. Passt. Und dann müssen die anderen ausgemustert werden. Wenn sie leer sind. Es waren 6 oder darauf kann er sein. Aber müssen wir mal gucken. Lassen wir aber trotzdem so erst fahren. Der müsste auch leer sein, oder? Gut, dann fahren wir nur noch 2 drauf. Aber mit Hänger. Dann nochmal die auch fertig. So, da müssen aber noch welche sein. Oder war es da schon? Oh, auf der Linie ist niemand. Können die Linie löschen, ne? Oder was übersehen? Ne, ne? Ach, die können jetzt auch rot sein, ne? Oder? Weil sie Verlust einfahren. Ja, okay, da müssen wir dann nochmal genau durchgucken. Also die beiden Busse, ist klar. Backbahn fährt. Kann ich hier mit den Pfeiltasten durchblättern? Ja, das ist gut. Da sind noch alte drauf.
Da haben wir aber schon was aussortiert hier unten. Ist doch schon neuer, oder? Komisch. Döbelnhafen Markt. Ne, erst den LKW. Dann den Anhänger. Döbelnhafen Markt und starten. Und den sortieren wir aus. Genauso wie den auch. Und den auch weg. Der fährt aber noch eine Runde. Weil nicht leer. Ist jetzt hier der Milch? Ne, das ist die Linie, ne, die blau angezeigt wird. Und jetzt ist es schwarz, weil der letzte da unten auch weg ist. Jetzt passt es wieder. Jetzt muss man nur gucken, ob das auch passend nachher ist. Hier sind nämlich auch noch drei. Seht ihr das? Anhänger für landwirtschaftliche Güter. Mach das nochmal zu. Was ist das jetzt hier? Ein 18 Tonner Döbeln Südostwald. Flachs ist auch landwirtschaftliche Güter, oder? Jetzt gibt es keinen LKW mehr als Suchmaschine, oder was? Nur noch Sattelschlepper dann. Und dahinter hängt nichts vernünftig. Bin ich jetzt hier verkehrt? Ne, es sieht wirklich mager gerade aus. Suchmaschinen da, aber keine Auflieger. Gut, dann fällt das erst weg, dann müssen die so weiterfahren. Hier, Futter, Mittelfabrik. Ja, der bleibt. Auch landwirtschaftlich, na ja. Hier auch. Hier auch. Da ist noch ein alter Bus. Also da können wir wirklich, glaube ich, was umsetzen. 37, genau. Wo fährt denn der rum? Riedenburg. Haben wir hier ein Fahrzeugdepot, ne? Ach so, der fährt dann noch zum... Ja, genau. Der kostet 2,37 der Kilometer und der war hier teurer, ne? 3,46 wahrscheinlich, egal eigentlich, ne? Riedenburg touristische Ziele. Da ist er. Starten. Und den muss dann mal aus. Gut. Läuft. Da ist auch so einer noch am Fahren. Das ist oben in Adenau, ne? Da haben wir von unten das Depot geholt. Der ist jetzt sogar voll. Das würde bedeuten, das macht sogar Sinn, den auszutauschen, damit er mehr fahren können. Ne? Erst den Bus holen. Hier müssen noch ausgewählt Gerste. Ja, das war jetzt alle. So. Adenau. Ja, daneben ja wohl geklickt. Super. Ich glaube, es war der Stadtbus Adenau. Genau, da oben steht es ja noch. Und starten. Und der darf nach Hause fahren, wenn er leer ist. Das zu. Das zu. So, das ist noch okay. Der ist wahrscheinlich uralt. Ja. Lauter.
Da weiß ich nicht, doch, ich glaube, in Floto ist da die Bushaltestelle, ne? Ah, die Dingensstation, sag schon. Das Depot. Ja. Das bedeutet, den nehmen und nach Lauter schicken. Die müssen wir ein bisschen Vorsprung geben, bis der ausgemustert ist, sonst ist der zu spät da, ne? Wohl, zack, egal. Läuft, ne? Da hinten haben wir auch noch einen zum Ausmustern, ja. Und der erste ist schon leer gewesen. Adolf Zell fährt schon ein besserer Bus. Also hier wäre es ja auch zu überlegen dann, ne? Obwohl, fuhren sowieso schlechte Zahlen da alle ein, ne? Hier vier Städte, das ist das gleiche in Grün. Einen großen Bus braucht man da. Und hier können wir löschen. Die Zückerrüben fahren die überhaupt noch? Ja, der steht da, ne? Hat er genug? Hier ist nichts drin, weil die Rübenfabrik genug hat, ne? So wird's sein. Hier war die irgendwo, ne? Da ist es, glaube ich, oder? Ja. Die haben nur noch Zuckerrüben, ne? Zucker. Dann braucht die Großbäckerei, braucht den Zucker. Haben die denn genug Zucker? Ja, die sind auch übervoll in dem Sinne, ne? Das heißt, hier ist auch kein Zucker liegen, ne? Ne. Gut, okay, passt doch. Den kannst du da stehen lassen. Ja, könnte man höchstens noch diese Steirer austauschen, ne? Diese hier. Hardexen. Das ist Eisenbahndepot. Wo ist denn das Ding ins Depot? Straßenbahn ist hier. Ach, das ist hier versteckt hinter der Kirche, alles klar. Stadtbus Hardexen. Steht hier oben, ne? Starten. Und hier ausmustern. Und schon weg. So, Lauter fährt jetzt komischerweise schwarze Zahlen ein. Nee, ne? Da ist noch einer. Sonderhausen. Da müssen wir wieder nach Floto dann. Da gibt es dann auch gerade einen neuen Bus. Starten. Fertig. Der wird ausgemustert und der andere fährt dann dahin. Passt. So. Floto hat schon neun und Waldeck hat einen brauchbaren, würde ich jetzt sagen. Wir gehen denn da rein beim Henschel? Achso, hier 60, mehr wie in dem 54er. 3,84 kostet der, naja. Gut, haben wir auch. Die lassen wir erst. Mit dem Rest sind wir eigentlich zufrieden, bis auf die LKWs, die da teilweise sind und die Busse, ne? Aber das ist halt so. So, gucken wir mal gerade einmal hier das Städtchen an, wenn wir schon hier sind. Ist alles abgedeckt, ne? Hier drüben. Auch abgedeckt. Dann nach Sonderhausen. In Schnee. Ist auch alles abgedeckt. Hier drüben.
auch alles im grünen Bereich. Dann machen wir mal die Karte gerade auf. Springen wir nach Riedenburg. Das hatten wir aber eigentlich auch gesehen, dass da alles okay ist, ne? Adexen. Passt auch. So können wir gerade rüber von nach Altenau. Da ist aber auch alles okay. Dann Adenau. Ist auch alles abgedeckt. Döbeln. Sieht auch gut aus. Und Radolfzell wächst und gedeiht, aber ist immer noch überall abgedeckt. Gut, okay, dann haben wir das erst. Ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.